Ein echtes Traumschiff. Und an Bord Traumgäste aus Wirtschaft, Politik, Sport und Showbusiness. Sie alle kommen, um mit Gastgeber Alexander Klaus Stecher das 10. Jubiläum von Stechers Stammtisch zu feiern. Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, willkommen zum Stechers Stammtisch. Zum ersten Mal wird die Goldene Deutschland verliehen, präsentiert von Moderatorin Annika Kipp. Mit dieser einzigartigen Statue werden Menschen geehrt, die sich in Deutschland um Kunst, Kultur und Sport verdient gemacht haben. Zum 10. Mal lädt Alexander Klaus Stecher zum Stammtisch. Bei einer festlichen Gala erzählen namhafte Persönlichkeiten, worüber sie sonst nicht sprechen. Herr Dr. Genscher, ist es denn richtig, dass bei dem großen historischen Ereignis, als Sie in Prag auf dem Balkon standen und verkündet haben, dass die Ausreise möglich ist, Sie gesundheitlich angeschlagen waren? Also das zurückhaltend ausgedrückt. Ich hatte ja am 20. Juli einen Herzinfarkt gehabt, aber als ich in Prag da oben stand, da hatte ich schwere Herzrhythmusstörungen. Ich war richtig froh, dass diese Balkonmauer eine Mauer war. Und nicht nur ein lockeres Geländer, denn ich musste mich festhalten und ich wusste ja, es kommt jetzt auf jedes Wort an. Der inzwischen zum Markenzeichen gewordene Stechers Stammtisch steht für erstklassige Unterhaltung und für karitatives Engagement. Die Verleihung der Goldenen Deutschland setzt diese Tradition fort und zeichnet in diesem Jahr unter anderem Startenor José Carreras aus, der mit seiner Stiftung seit 18 Jahren leukämiekranke Menschen unterstützt. Ebenfalls geehrt wird Opernsänger Jonas Kaufmann, der sich mit Lohengrin und Parsifal in die Herzen der Wagner-Fans sang. Auch die Buchautorin Rosamunde Pilcher, die mit über 100 Verfilmungen ihrer Romane weltweit für Herzklopfen sorgt, wird ausgezeichnet. Alle Preisträger nehmen die Würdigung persönlich entgegen. Die große Gala zur Verleihung der Goldenen Deutschland am 12. Mai in Hamburg auf der MS Deutschland.